Dann gucken wir mal. Wow. Ernsthaft, Leute, das Ding hat besser gehalten, als ich dachte. Die sind noch empty, oder? Ja. Okay. Okay, lass mal meinen Hammer grabben. Dankeschön. Oh ja. Die haben sich da mächtig ausgetobt, aber okay. Kein Problem mit Haltbarkeit. Gut, ich mache jetzt erstmal Inventarmanagement. Nein, die Bolzen bleiben bei mir. Die Federn dürfen hier bleiben. Die 9 mm und die 7,62 kommt hier hin. Den Crossbow nehmen wir jetzt als Waffe meiner Wahl mit. Die würde ich sogar jetzt hier lassen. Nach dem Motto brauche ich nicht mehr wirklich. Die Ranch, die Schaufel, auch die zwei Bögen kann man eigentlich eliminieren. Der Rest kommt ins Inventar, soweit es Platz hat. Gut, dann hatten wir irgendwo mal ein Fahrrad, genau. Wo wir ein paar Sachen ins Inventar packen können. Dann hätte ich gesagt, wir gönnen uns mal was, nämlich einen Schluck zu trinken. Und dann gehen wir mal auf eine Loot-Tour. Ja, okay. Also bis jetzt sind die Sachen so, ja, okay. Wieder mal ein Bergarbeiterhelm. Okay. Hui, 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 hui. Hallo. Danke. Die restlichen lasse ich hier. Ich glaube, das müsste reichen. Die Scrap Armor, die Dreier. Die können wir scrappen. Das können wir scrappen. Iron Arrow kann auch hier bleiben. Ist halt viel Kleinkram, der hier droppt. Das kann gleich mal gescrappt werden. Oh, nett. Retracting Stock Mod Schematic. Reading the Schematic will teach you how to craft this item. Ah, okay. Fahrradframe. Brauche ich halt nicht unbedingt, oder? Die Vierer Arm. Habe ich eine Sechser. Von dem her, scrap it like it's hot. Ach so, das war das Rezept. Das können wir. Das kann weg. Dann haben wir hier noch. Ja, Adrenalin. Ich weiß, wäre an und für sich ganz gut, aber ich verwende es halt nie ein Gläslein. Ja, klar. 4 Stofffetzen. Nee. Ja, das reicht mir dann, glaube ich, auch soweit. Und hier hatten wir noch den Fahrradframe. Ja. Der ist jetzt nicht so aufregend. Ach, was tue ich denn? Wir hatten doch noch Munition, die ich einstweilen hier lassen würde. Bis Tag 28. Entweder kommen wir hier nochmal hin. Er hält ja recht gut. Muss man ja zugeben. Wow.
Es ist gar nicht wenig Munition, aber wenn ich schaue, wie viel 762 wir verblasen haben, im wahrsten Sinne des Wortes, und was wir da jetzt zurückbekommen haben, naja. Dann lass uns mal zum Händler rödeln. Und dann geht's auf Richtung neue Basis, hätte ich gesagt. Von dem her parken wir das Fahrrad gleich mal so, wie wir es brauchen. Ach so, ich guck gar nicht, ob der schon offen hat. Ja, hat er ja in dem Fall, aber hätte auch anders sein können. You still hanging around? Ja. Ich bin noch immer am Rumhängen. Das kannst du mal haben, auf jeden Fall. Und ansonsten habe ich jetzt für dich eh nichts mehr. Hat sich dein Inventar geändert? Ja, schon, oder? Tactical Assault Rifle, 29 Schuss. Aber ich habe die AK, ist halt soweit schon alles, was ich brauche, nicht wahr? Take 5% less damage when wearing a suit. Na toll. Das brauche ich so oft. Minibike, 18.000. That's right, do the math. Ja, ja. Lass mich doch in Ruhe, alter Mann. Grease Monkey. Da brauchen wir Level 4, oder? Ja. Ah, oh Gott. Einmal, zweimal und dann geht sich's aus. Perfekt. Dann haben wir zumindest mal die Minibike-Möglichkeit. Die Sachen haben wir jetzt ja schon rübergebracht. Also von dem auf ins neue Zuhause. Was wir machen könnten. Schluck, schluck, schluck. Wenn wir sowieso kurz Pause machen müssen. Ich gönn mir auch mal ein Schlückchen. Und Stamina aufladen. Also gut. Vom Grundsätzlichen her ist dieser Blutmond jetzt gar nicht, nee, das ist nur ein normales Paket, ich dachte, das wäre ein Baumstumpf, ist dieser Blutmond gar nicht so schlecht gelaufen, würde ich jetzt mal sagen. Wir hatten eigentlich keine Probleme mit der Munition, obwohl wir, ich müsste jetzt nochmal nachschauen, aber das waren über 600 Schuss 762er, die wir verblasen haben. Hoppla. Also da ist dann echt die Frage, wie wir die Ladies und Gentlemen schon vorab ein bisschen anritzen können. Damit wir nicht mehr die... Wieder schauen. Damit wir nicht mehr die ganze Arbeit mit der Knarre machen müssen. Wobei es ist ja eigentlich dann eh nur ein Aussitzen. Quasi. Bin am Überlegen, deswegen bin ich gerade so leise. Wie wir das beim nächsten Mal am besten machen. Ob wir unsere Verteidigung noch stärken sollen. Ich meine, wie gesagt, der Defense Tower funktioniert ja soweit ganz gut. Also auch wenn ich zwischendurch meine Zweifel hatte. Wir haben ja gesehen, dass sie eigentlich so gut wie keinen Schaden an den tragenden Strukturen machen. Auch wenn sie sich austoben wie Hölle. Da war ein Stein. Den hat euer lieber Fuchsi zu spät gesehen.
Auch wenn es eben zwischenzeitlich den Eindruck macht, akustisch, dass sie sich austoben wie Hölle. Aber der Schaden war ja echt minimal. Ich meine, sie haben ein oder zwei von den Verstärkungen weggekloppt. Und an der tragenden Struktur selbst haben sie ja so gut wie gar keinen Schaden gemacht. Also das hielt sich wirklich erstaunlich in Grenzen. Da hätte ich mit viel mehr gerechnet. Aber Gott sei Dank war dem nicht so. Von daher... Gut. Gut, gut, gut. Da sind wir auf dem Platz unseres neuen Zuhauses. Perfektestens noch über ein Hügelchen drüber. Mit Schwung. Alle ab. Und dann können wir loslegen. Mein Fahrrad parkiere ich erstmal hier hin. Dann würde ich gerne mal alles so weit ablegen, was wir so weit ablegen können. Dann kriegen wir vielleicht auch aus dem Fahrrad schon alles raus. Ja. Nein, nicht aufsteigen. Okay. Okay. Das Schöne ist, dank der Zombies haben wir jetzt auch... Oh Gott, ich habe jede Menge Schrotmunition mitgenommen, habe ich gesehen. Das kann hier bleiben. Ah, die Steine habe ich alle abgelegt. Wie kann das sein? Ach so. Toll, weil wir genau zwei Stacks haben. Wie ist sich denn das ausgegangen, wenn ich fragen darf? Egal. Wir brauchen jetzt erstmal kein Futter, sondern die Blöcke. Und davon hätte ich gerne mal 200. Ich denke. Gut, wo beginnen wir denn zu bauen? Wir werfen erstmal einen Blick auf unsere Karte. Wir haben hier ein Ressourcenvorkommen, hier ein Ressourcenvorkommen. Also es würde schon Sinn machen, irgendwo hier, wo wir unseren Marker haben. Ich würde jetzt hier mal mit so einer Struktur anfangen. Und zwar einfach, damit wir hier dann unseren Dingsy-Block platzieren können. Da ist er. Dumm. Mal Müll wegräumen. Dass wir ein Stückchen über dem Boden sind, das passt mir soweit auch ganz gut. Passt das als unser Zentrum? Lass mich mal... Ich sollte kurz weggehen. Danke. Wir könnten vielleicht noch ein Stückchen nach Osten rücken. Lass mal gucken, wie es jetzt aussieht. Ja, das sieht besser aus. Perfekt. Und von hier bauen wir uns einfach mal... Ich möchte jetzt nicht kreisförmig sagen, sondern quadratisch nach außen. Holla die Waldfee. Das wird ja ein Stückchen Arbeit. Das Gute ist 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Passt. Das Gute ist, ich kann jetzt dadurch, dass wir unseren Mittelpunkt haben, immer alles kontrollieren. Ich lege jetzt nochmal zwei Reihen und wandle das Ganze dann in echtes Holz um und dann sehen wir uns in Kürze wieder. Okay, wie ihr seht, habe ich mich ein klein wenig ausgetobt, aber ich glaube, das Ganze ist zu groß. Ja, ist es. Wir werden jetzt zwei Seiten wieder verkürzen.
Und zwar hätte ich gesagt, um zwei Blöcke. Ich habe mir auch überlegt, dass wir den Landclaim-Block nicht mittig hinsetzen, sondern ein bisschen asymmetrisch. Zap, 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 zap. Das geht ja schnell, Gott sei Dank. Lalala. Und auch hier noch eine zweite Lage weg. Ja. Ich gehe jetzt fröhlich wieder weiter basteln. Und wir sehen uns dann gleich wieder in Kürze. Bis gleich. Ja, und hier klinke ich mich wieder ein, damit wir nicht nur Timelapses haben. Wie ihr gesehen habt, habe ich nochmal verkürzt das Ganze. Ich glaube, 13x13 reicht beim besten Willen aus. Ich habe das maßlos unterschätzt, wie groß das Ding ist und vor allem, wie viel Baumaterial wir für sowas brauchen und wie viel Zeit. Der Grundframe ist schon mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Genau. Ist ja schon mal gesetzt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich mache jetzt nur mal Türöffnungen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4. 5 passt an alle Seiten, damit wir jetzt vorläufig mal ein- und auskommen. Wie gesagt, Ziel für die erste Nacht ist es ja nur mal eine Butze zu haben, in der wir übernachten können. Und nachdem es jetzt langsam 16 Uhr wird, hätte ich gesagt, wir müssen mal zusehen, dass wir irgendwas in Richtung Finalisierung machen. Wie das dann außen im Detail aussehen wird, das wird sich alles noch zeigen. Ich glaube nicht, dass wir wirklich vier Türen machen werden, aber wir werden ein bisschen mit Fenstern oder Gitter arbeiten, irgendwas in der Richtung. Es wird eine Einfahrt geben, denn im Erdgeschoss würde ich auch gern. Danke. Doors. Iron Door, dafür brauchen wir wirklich Eisen. Sheet. Habe ich jetzt nicht mit, oder? Nur für einmal. Okay, dann müssen wir halt die normalen Türen mal machen für die erste Nacht. Es wird eine Einfahrt geben für unsere Fahrzeuge, wobei ich jetzt mal grundsätzlich davon ausgehe, dass wenn ich mir das überhaupt antue, das Auto das größte Fahrzeug sein wird, das wir haben. Das heißt, im, ja, nennen wir es mal Erdgeschoss hier, werden wir sicher einen Teil Garage haben und einen Teil Werkstatt. Wobei die Einfahrt wahrscheinlich hier irgendwo sein wird. Also hätte ich eher gesagt, der rechte Bereich, dann Werkstattbereich. Montieren wir mal die Türen. Hoppla, falsche Taste. Und dann das Hämmerchen raus, dann können wir sie zumindest noch ein bisschen verstärken einstweilen. Das sieht schon sehr gut aus. Das hat schon viel Potenzial. Dann, das sind die untersten zwei Lagen, sind mal die, von denen ich behaupte, dass sie am empfindlichsten jetzt sind für Zombie-Angriffe. Die hätten wir grundsätzlich mal ausgebessert oder verstärkt, wie man auch immer sagen will. Was wollte ich jetzt gucken? Genau, wir haben mit
haben wir mit? Ja. Acht Stück davon und acht Stück davon und dann hätten wir gern mal ein paar Torches. Torch, Torch. Es wird dann auch nicht so sein, dass wir immer raufhüpfen müssen, wenn wir irgendwie zu unserer Tür wollen. Also es wird eine Veranda oder eine Art Rampe oder irgendwas geben bei den Türen. Und ich habe mir so gedacht, dass ich den Gebietsschutzblock so setze, dass wir an zwei Seiten vom Haus irgendwie drei Blöcke Overlap haben. Also quasi, dass man außerhalb des Hauses noch gehen kann und dann kommt ein Zaun. Und der restliche Overlap ist dann an den beiden anderen Seiten. So hätten wir sichergestellt, dass wir auch einen Garten innerhalb unseres Zauns bauen können. Und haben dann kein Problem mit eventuellen Zombie-Spawns in unserem Garten. Das heißt, wir können auch des Nachts Gemüse anbauen und ernten und solche Sachen. Und wir haben halt überall den Gang rundherum, um... Ja, man kann auch nur eine einzelne Torch craften, ist natürlich auch eine Möglichkeit. Wir haben dann überall eine Möglichkeit, rund ums Haus uns zu bewegen, wenn Angriffe des Nachts kommen oder wenn Schreierinnen kommen, um darauf zu reagieren. Ist, glaube ich, auch kein grundlegender Fehler, oder? Das sieht ja jetzt schon mal gar nicht so schlecht aus. Es ist jetzt 17 Uhr. Und wir haben eigentlich bis auf Wetterschutz hätte ich gesagt, mal eine ganz brauchbare Unterkunft. Den nehmen wir weg und den nehmen wir weg, damit wir einfach nicht vergessen, diese Blöcke aufzubessern. Von der Raumhöhe hätte ich gedacht, 2 ist mir zu niedrig, 3 muss nicht unbedingt sein, glaube ich. Wir werden jetzt einfach mal bei einer Seite versuchen, wie das mit Treppen aussieht. Dazu splitten wir die mal. Na komm schon, danke. Nehmen wir die Stairs oder die Stairs fehlt? Ne, wir nehmen die normalen Stairs, hätte ich gesagt. Nee, weißt du was? Wir machen das so. Dann, ach Blödsinn. Die R-Taste wollte ich. Stairs. Was haben wir denn Stairs? Erstens würde es mal Sinn machen, die Stairs mit Geländer, wenn es geht. Das wären diese hier. Haben wir dann auch irgendwo ein Plateau dazu? Wenn wir um die Ecke wollen. Ich will nämlich keine Spiral Stair. Das ist nicht ganz das, was ich mir wünschen würde. Normaler Catwalk kann das hinhauen. Lass mal gucken. Hoppla. Von den Stairs haben wir gesagt, wir hätten gerne was mit Handlauf. Stairs Hollow Railing Left. Das klingt schon ganz gut. Ja. Dann sollte es dazu doch irgendeinen passenden Block geben. Das müsste der sein. Ja, perfekt. Wenn ich einmal die richtige Taste verwenden würde, wäre es auch schön. Und hier, Window Hollow Filler Right, haben wir hier irgendeine Catwalk Art, die wir verwenden können? Nicht wirklich, oder? Und hier, wenn wir